Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameplay Mount. Ihr seht richtig, ich spiele WRC 3 auf der PlayStation Vita. Es gab das jetzt eine Zeit lang im PlayStation Store im Angebot und ich bin ja ein Racing-Fan. Und wenn man eine PlayStation Vita hat, hat man eigentlich nicht viel Auswahl, außer man hat Ridge Racer und Need for Speed Most Wanted. Und ich bin zwar kein Rallye-Spiele-Fan, also wirklich nicht, weil da muss man hier so toll in die Kurven und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, komm, what the fuck, und habe mir mal World Racing Championship 3 geholt. Ich hoffe, ich bereue es jetzt nicht. Ich habe da auch keine Reviews oder so zu vorher geguckt. Das war so. Was macht einen Fahrer zum Weltmeister? Entschlossenheit? Geschwindigkeit? Mut? Diese Eigenschaften haben viele Fahrer. Aber sie reichen nicht immer aus, um Weltmeister zu werden. Dazu braucht es noch mehr. Wenn du bis an deine Grenzen gehst und nur ein Fehler alles verändern kann, dann macht nur eine Sache wirklich den Unterschied. Kontrolle. Fahr das Rennen deines Lebens. In WRC 3. Also wenn ein Spiel schon damit wirbt, das Rennen meines Lebens, dann, oh mein Gott, dann habe ich schon ganz, ganz schlechte, ganz, ganz schlimme Befürchtungen. Aber naja, wir wollen ja nicht voreilige Schlüsse ziehen. Ich glaube, eins von beiden habe ich schon gespielt, WRC 3 oder WRC 4. Ich weiß aber nicht, welches ich angespielt habe. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das so war. Das war nur ein kurzes Spiel, das weiß ich. So, wir haben die Wahl zwischen WRC Experience, wow, und Mehrspieler. Viereck noch die Optionen, da können wir mal kurz reingucken. Warum denn Kreis? So, gezielt, geteilte Zeitleiste, Richtung. Und das meine ich Kurvenanzeige. Dann zeigt er immer an scharfe Kurve, nicht so scharfe Kurve. Und dementsprechend muss man dann reagieren. Das ist bei Rallye-Spielen immer so. So, Ampel ein, Rewind-Effekt, okay. Soundoptionen, da werden wir direkt mal hier reingreifen und die Musik ausmachen. Ne, damit wir hier keinen Copyright-Strike reingedrückt kriegen. Beifahrer-Timing. Weit im Voraus finde ich gut. Spieloptionen. Was haben wir denn da? Fortgeschrittener Fahrstil. Experte? Ah, ich lach mich kaputt. Anfänger. Haben wir hier eigentlich gerade Doppelton? Höre ich das richtig? Machen wir mal vorsichtshalber hier aus. Ja, wir hatten Doppelton. Oh, ja. So, dann lasse ich alles so eingestellt. Hauptsache, ist das jetzt auf Anfänger geblieben? Nee. So, bestätigen. Okay. Steuerungs. Guck mal, da oben steht Steuerungs. Was ist denn Steuerungs? Hätten wir noch hinschreiben können, Steuerdingens. Mann, okay. Bremsen, rückwärts, Schaden anzeigen, Geister, ein, aus, nach links, nach rechts lenken, zurücksetzen. Achso, wenn ich hier auf den Touchscreen drauf drücke, dann Rewind. Wahrscheinlich. Ah, nee, Rewind ist auf Dreieck. Was ist denn da zurücksetzen? Ah, auf die Straße bestimmt. Okay, beschleunigen, runterschalten, hochschalten, das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich mache sofort Automatikgetriebe. Handbremse. Ach so, okay. Okay. Ja, das kann ich mir vielleicht gerade noch so merken. Zeit-Upload, ja, das sind die Zeiten, die man so fährt. Die kann man dann hochladen. So. Tja, dann start. Oh, jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich schon wieder X gedrückt. WRC Experience. Einzelattappe, Einzelrennie, Meisterschaft. Ich glaube, für uns reicht. Komm, wir starten eine Meisterschaft, aber ich werde es nicht zu Ende bringen, nur damit man sieht, was da ist. Na, also hier ist eine einzelne Rallye, da ist eine einzelne Strecke und hier ist eine Meisterschaft. Dann können wir mal gucken, wie eine Meisterschaft zusammengesetzt ist. WRC-Fahrzeuge, die in der Top-Klasse des Sports antreten. Oder Class-2-Fahrzeuge, die für die Super-2000-Regeln zugelassen sind. Oder Class-3-Serienfahrzeuge, die für die Gruppe N zugelassen sind. Oder wieder WRC, also nur diese drei verschiedenen Klassen. Ja, machen wir direkt WRC-Fahrzeuge. Zitrönen, nee, aus Prinzip nicht.
Jetzt habe ich zweimal gedrückt, oder? So, ein Ford Fiesta schon eher. Die Fahrzeugleistung ist ja überall auf 100%. Das ist ja toll. Mini John Cooper? Nee. Warum? Oh, da geht die Fahrzeugleistung schon runter. Nee, dann gehen wir wieder zurück hier. Ford Fiesta RS WRC. Ausstellungsraum, da könnten wir uns das jetzt noch angucken. Wir können uns noch Fahrzeugdetails mit Select angucken, aber das ist ja... So, der Meisterschaftskalender. Also zuerst wäre Rallye Monte Carlo, dann Acropolis Rallye, dann ADAC Rallye Deutschland, dann Wales Rallye Great Britain, Rallye de France Alsace und Rallye Rack Rallye de España. Und das ist jeweils, wenn ich das richtig sehe, immer nur eine Strecke. Aber hier können wir dann jetzt unsere Meisterschaft verändern. Dann haben wir zweimal zum Beispiel die Strecke oder so, aber das ist ja dann Blödsinn. So, persönliche Einstellung für Rallye. Da steht nämlich schon Schwierigkeit. Kann ich die Schwierigkeit gerade noch ändern? Nee. Ah, guckt mir einer an. Das sind nochmal verschiedene Strecken. Jeweils in dieser Rallye selbst drin sind nochmal 6 verschiedene Strecken. Macht also, wenn das hier dann jetzt auch zum Beispiel 6 wären, ja, sind immer 6. Das heißt also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6 sind 36 Strecken, die man hier abfahren kann. Gar nicht mal schlecht. Also vom Umfang her würde ich sagen, schon cool. So, jetzt gucken wir mal eben. Wir wollen das Leichteste am besten direkt nehmen. So, España Meisterschaft. So, Meisterschaftspunkte werden wie folgt verteilt. 25 Punkte für den ersten Platz, 18 für den zweiten, 15 für den dritten, 12 für den vierten. Aber ich muss das ja nicht vorlesen, weil ihr habt ja selber Äuglein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt mal... Ach, ich kann auch weiterblättern. Im Menü Optionen kannst du einstellen, wie schwere Schäden... Früher oder später treffen die besten Fahrer in der Rallye von Monte Carlo aufeinander. Ihre Streckenführung durch die Berge bietet spektakuläre Aussichten, vereisten Asphalt und viele Haarnadelkurven, was sie zu einer der anspruchsvollsten Rallyes dieses Wettkampfs macht. Okay. Dann sind wir mal gespannt, wie gut ich bin. Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt, los. Links 5, 60. Rechts 5, in links 5. Dann rechts 4, in links 3. Ja, da muss man schon vom Gas runtergehen. Weil der da echt schon am Schlittern ist ohne Ende. Zack, hängen wir schon in der Wand. 100. Öffnet sich. Ja, und das mag ich eben nicht. Man kann nicht wirklich Gas geben. Man muss überall vom Gas runtergehen. 40. Links 6. Lang und rechts. Und dann langsam durch die Kurve durch. Das ist nicht so meins. Ich bin so eher der Arcade-Racer. Wenn man jetzt hier so driften könnte, wie bei Ridge Racer, ne? Das wäre der Knaller. Oder wenn man das müsste. Und dann Nitro. So, jetzt gut, ich bin gedriftet, ich gebe es ja zu. Boah, habt ihr das gesehen? Brücke, Mauer innen 60. Mauer innen 60, okay. Wow! Links 5, in rechts 4, dann links 5, in rechts 6. Und ja, ihr merkt, ich bin top konzentriert. Vorsicht, A-Nadel links, nicht schneiden. Dann erinnert mich sehr an Colin McRae hier, Dirt. Ne? Ist doch von Colin McRae Dirt, oder? Ich weiß nicht, aber Colin McRae Rally sagt dem einen oder anderen bestimmt irgendwas. Und das ist... ich meine, ich habe, glaube ich, Dirt 2 habe ich eine ganze Zeit lang gespielt. Da habe ich mich irgendwann dran gewöhnt und abgefunden, weil ich habe zu der Zeit sowieso irgendwie keine tollen Racer oder sowas, waren im Moment nicht auf dem Markt zu der Zeit und dann habe ich mich damit mal beschäftigt. Vor allem, es war glaube ich auch bei meiner PlayStation 3 damals, bei meiner normalen Slim im Bundle dabei, Dirt 2. Dann habe ich das mal ein bisschen gespielt und ich muss aber sagen, es macht mir wirklich nicht so viel Spaß. Also da bin ich... Rechts 3 und
Das ist ja so richtiges Technikfahren. Eher so realistisches Fahrverhalten und so. Ich meine, da draußen mag es bestimmt Leute geben, denen es gefällt, und aber für mich... Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt noch in diesem Video sagen soll. Aber ich muss sagen, die Grafik sieht ja nicht schlecht aus. Aber... Und jetzt wieder ein großes Aber. Wenn man schon gesehen hat, was Ridge Racer als Launch-Titel konnte, finde ich, hat das hier jetzt nicht so besonders viel Edition. Also nicht besonders viel, was neu dazugekommen ist oder so. Ja, also da hat man gesehen, die Vita, die kann mehr. Weil guckt euch mal da oben auf dem Baum, auf dem Berg jetzt die Bäume an. Die sehen total billig dahingepappt aus, wie so, ja, Plastikbäumchen. Ich meine, klar, wir reden hier von einem Handheld. Das darf man nie vergessen. Aber das hat Ridge Racer schöner hingekriegt. 40, rechts 5, in links 4, auf Kuppel. Mann. Oh, Ziel? Wow! Ja, ich finde, ich war gar nicht schlecht. Dritte Position. Naja, immerhin unter den ersten drei. Na, kann man nicht meckern. Oh, nur ein paar Hundertstel. Ah, bestätigen wir das mal. Ja, und ich meine, gut, ne, 36 Strecken, sowas. Da muss man ja dann sagen, okay, da muss man vielleicht bei der Grafik ein paar Abstriche machen oder musste man machen, um diese Streckenvielfalt reinzukriegen. Weil 36 Strecken ist echt eine ganze Menge. Das hat Ridge Racer nicht zu bieten, muss ich ehrlich sagen. Aber mir fehlt hier irgendwie die Option, am Auto was zu machen. Also dieses Upgraden von Nitro und so weiter, das ist einfach was, das macht für mich ein Spiel aus. Wie bei Need for Speed ist das ja, ja, jetzt kann ich hier Komponentenstatus mir angucken und vielleicht reparieren. Karosserie, automatische Reparatur, Reparatur bestätigen, so, repariert, toll. Ja, dadurch ändert sich das Zeitlimit, haben wir gerade gesehen. Und so, Start, Reparatur bestätigt. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Also, okay. Ja. Muss ich wieder bestätigen. Ich komme hier gerade jetzt nicht raus. So, Etappe neu starten und so weiter. Ja. Aus Rallye zurückziehen. Wir gehen einfach mal ins Hauptmenü. Verlassen. Möchten Sie den Spielmodus verlassen? Ja, möchte ich. Und ja. Mehr kann man zu WRC 3 jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Ich kann jetzt nochmal in den Multiplayer kurz vielleicht reingehen. Einzeletappe und Einzelrallye erklärt sich ja von selbst. Das ist dann hier zum Beispiel nur Spanien als Rallye, die 6 Strecken. Und Einzeletappe wirklich nur eine einzelne Strecke. Mehrspieler, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert. Ne? Mehrspieler ist ja immer so eine Sache, wenn ich meine Quickblick- und Review-Videos mache. Benutzerdefiniertes Spiel, Spiel erstellen, Bestenliste... Oh, nee, Moment, ich mache gar nichts. Ich mache einfach schnelles Spiel und hoffe einfach, schnelles Spiel, es wurde kein Spiel gefunden. Ist klar, weil WRC 3, wenn ich mich richtig erinnere, fand das keiner wirklich gut. Und es ist jetzt schon über ein Jahr alt, ich glaube anderthalb Jahre. Also, wenn ihr online irgendwie damit spielen wollt, dann geht da auf Nummer sicher und dass ein Freund von euch das Spiel auch hat, mit dem ihr dann spielen könnt. Weil so werdet ihr jetzt online wahrscheinlich gar kein Spiel mehr finden. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Eindruck von dem Spiel ist. Ob ihr das auch geholt habt, ob ihr das gespielt habt, ob ihr das toll fandet oder nicht. Würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, meins ist es nicht. Aber ich werde mich wahrscheinlich auch noch... Moment. Muss ich mal eben hier drüber gucken. Dadurch beißen. Aber das kommt in einem anderen Video. Bis dahin, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.